Wer das Ganze hier nicht kennt, wir spielen realer Irrsinn-Bingo. Ne? Für die, die hier neu sind. Das ist ein Format von Extra 3 aus den Öffis, wo so quasi die dümmste Scheiße aus Deutschland gezeigt wird. Ne? Da hatten wir schon einige richtig funny Folgen von irgendwelchen Brücken, die nicht benutzbar sind oder irgendwelche Ministerien, die doppelt und dreifach gebaut wurden. Also da ist die größte Scheiße dabei. Und wir gucken immer zwei Folgen an und wir versuchen, ein Bingo zu schaffen. Bingo seht ihr da oben. Und da könnt ihr dann auch ein bisschen mit aufpassen, welche Felder potenziell denn erfüllt werden oder nicht. Also, wir gucken mal in die erste Folge rein, die heißt Zu breite Hecke in Ahrensburg. Das klingt schon wieder, als würden hier die guten Rentner, die wir hier jetzt schon sehen, als würden die jetzt schon gemobbt werden. Haben wir Rentnermobben dabei? Hier, Rentnermobben, ne? Heißer Kandidat, müssen wir drauf aufpassen. Also, schauen wir rein. Das ist das Ehepaar Senftleben aus Ahrensburg. Fucking Senftleben. So. Dummer Name, nehmen wir mit. Ahrensburg. Und das ist das Haus der Senftlebens mit einer... Bingo kleiner machen, ja, aber dann... Ich weiß nicht, wann es zu klein ist für euch zum Lesen, für die, die am Handy gucken. Aber ich kann es einen Ticken kleiner machen, ja. Wunderschönen Hecke. Wir wohnen hier seit 1987, als wir das Haus gekauft haben. Und da sah sie schon genauso aus, die Hecke. Leider ist... Bei 1987, das ist dann Mathemann, ja, knapp 40 Jahre, oder? Oder bin ich jetzt dumm? Stadt Ahrensburg nun aufgefallen, diese Hecke ist viel zu breit. Und der Gehweg ist nicht verkehrssicher. Hier muss sofort gehandelt werden. Aber hier ist der schon zu breit, Junge, Alter. Da passt halt auch immer noch jeder mit dem Kinderwagen und jeder Rollstuhlfahrer durch, oder? Das ist jetzt wieder komplett unnötige Problemmache. Und was ist das für eine Fahne? Ist das eine Deutschlandfahne? Aber warum zum Fick ist gelb oben? Gehandelt werden. Am 29. Februar haben wir einen Brief erhalten mit der Aufforderung, die Hecke bis zum 15. März auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. Ja gut, das ist doch kein Problem, mal ein bisschen... Ja okay, Moment, aber wenn das hier die Grundstücksgrenze ist, die Mauer, dann steht es schon ein ganzes Stück über. Da kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Es ist schon nicht nur ein Zentimeter, oder? Ein bisschen da rumzusäben. Den Allmann, Moment, da müssen wir mal ganz kurz den Check machen. Der würde auch sagen, der geht durch, oder? Ich würde sagen, der geht durch. Rentnermobben, wir gucken wegen Rentnermobben, weil ich finde, ne, bei dem Abstand, den die Hecke rausguckt, ist es schon irgendwie ein bisschen gerechtfertigt. Ein Stücksgrenze. Natürlich weird, dass die nach irgendwie 35 Jahren ankommen und denen das auffällt. Aber na, wir gucken erstmal noch weiter. Zurückzuschneiden. Ist ein Günther er dann auf jeden Fall. Also falls das hier die Grundstücksgrenze ist, ne, guckt schon ein ganzes Stück raus. Ja gut, das ist doch kein... Mensch im Anzug, ja das stimmt, der Günther, der geht als Anzug durch, ne? Mensch im Anzug nehmen wir mit. Wo ist es? Zack. Ein Problem, mal ein bisschen da rumzusäbeln, oder? Und dann stand in diesem Schreiben ein paar Zeilen weiter, dass es verboten ist, ab 1. März bis zum 30. September solche Maßnahmen durchzuführen. Ach so! Also bitte schneidet eure Hecke, sonst gibt's eine Abmahnung, aber wehe, ihr schneidet eure Hecke, dann gibt's eine Abmahnung. Und jetzt sind wir aber absolut bei Rentnermobben dabei. Nun haben sie sich doch mal nicht so. Sie hatten immerhin genau einen Tag Zeit dazu. Und außerdem, ein paar Zweige hätten sie auch... Warum redet nur der Mann? Ja, da merkt man halt die Allmann-Generation, ne? Da darf die Frau, hat die nichts zu melden, leider. Nach dem 1. März schnippeln dürfen. Ja, also das ist schon richtig, dass kleinere Triebe entfernt werden dürfen. Aber es handelt sich hier nicht um kleinere Triebe, sondern wenn wir das auf 40 cm Tiefe, die gesamte Hecke mit 2,50 Meter Höhe abschneiden, dann ist ungefähr die Hälfte der Hecke weg. 40 cm und es fällt denen nach 35 Jahren auf. Das ist natürlich auch wieder eine absolute Glanzleistung von den Gemeinden. Ne? Haben wir hier so Bürokratie-Scheiße? Jawohl, die nehmen wir mit. Und weil der Heckenschnitt ab März verboten... Hallo Mensch im Anzug, ich hab doch Mensch im Anzug schon angekreuzt. Soll ich es dreifach ankreuzen? Ich kann es auch nochmal ankreuzen. So, dann ist es wieder weg. Alles klar, so, selber schuld. Ist haben die Senftlebens die Hecke auch einfach nicht beschnitten. Doch wer jetzt denkt, der Heckmeck um die Hecke wäre vorbei, der hat nicht mit der Hartnäckigkeit der Stadt Ahrensburg gerechnet. Leider wollte uns... So, da war der schlechte Witz. Haben wir den dabei? Nee, kein schlechter Witz. Ja, ich mach den Mensch im Anzug hier schon wieder. Aus dem Rathaus keiner etwas... Nee, das gilt nicht als fetter Umweltschaden, weil die ihre Hecke schneiden müssen, die halt wirklich auf öffentlichen Grund ragt. Das ist halt ein minimaler Umweltschaden. ...was dazu sagen. Aber die Senftlebens haben nochmal Post bekommen. Und dann... Warte mal, war das gerade, äußern sich nicht? Haben wir das dabei? Nee, haben wir nicht. Wir haben auch kein äußert sich schriftlich, schade.
kam ein weiteres Schreiben, dass man also jetzt zu bösen Maßnahmen greifen würde und gegebenenfalls, wenn wir das nicht machen, das selbst machen, dann wurde angedroht mit einem Stundenlohn von 110 Euro. Fand ich auch eine ganze Menge. Und dann weitere Kosten für die Beseitigung des Laubwerks. Na klar, wenn die Bürger... Alter, das ist aber schon brutal, ne? So wie die da ankommen. Dummer Stadtname. Ich finde Ahrensburg jetzt wirklich nicht schlimm. Ahrensburg ist kein dummer Stadtname. Ne, geht nicht durch. Nicht sputen, dann macht das die Stadt eben selbst. Ist doch egal, dass man das jetzt gar nicht darf. Aber warum dürfen die eigentlich nicht? Haben die das gesagt? Ich habe es wieder nur nicht mitbekommen. Warum dürfen die denn jetzt nicht hier schneiden? Also gab es da irgendeine Rechtfertigung dafür oder ist es einfach nur willkürliches Mobbing? Wir uns wirklich nicht gefallen und wir werden unsere Rechte bis zur letzten Instanz ausnutzen. Es muss also ein Gericht klären, ob die Fußgänger bald wieder verkehrssicher auf dem Gehweg laufen können, um dann vor dem Nachbargrundstück gegen diesen Stromkasten zu laufen. Oh, den müssen sie aber auch wegschneiden, ne? Der muss gekürzt werden. Aber der darf nicht gekürzt werden, aber der muss gekürzt werden. Ne? Also ist das eine Scheiße? Politiker entscheiden Bullshit, haben wir das dabei? Ja, das gehört zur unnötigen Bürokratie irgendwie dazu. Aber das können wir hier definitiv mal mitnehmen. Wir haben noch eine zweite Folge. Ne? Wir machen immer zwei Folgen auf einmal. Und da haben wir noch den keinen Glasfaseranschluss in Hunsbach. So, wo war der dumme Stadtname? Ne? Also, gerade hatten wir den noch nicht, aber jetzt aber definitiv. Auf geht's. Das kleine Dörfchen Hunsbach liegt in Rheinland-Pfalz und mitten im World Wide Web. So kann Student Nils Immerheiser auch in Corona-Zeiten super im Hunsbacher Homeoffice studieren. Mit einem Klick im Hunsbacher Homeoffice, Alter, das ist halt auch wild, ne? Ist er online und on fire. Wenn man versucht, Internetseiten zu laden, da kann man sich manchmal zwischendurch... Nils Immerheiser! Es gibt Menschen, ne, denen es oft heiß. Aber Nils, wisst ihr Bescheid. Wenn noch einen Kaffee kochen gehen, kommt zurück und ja, geht immer noch nicht. Gut, ab und zu gibt es kleine Ladehemmungen. Ja, wenn du Skype, stimmt, das ist eigentlich eine aktuelle Folge, ne? Die haben über Corona geredet und der gönnt sich einfach fucking Skype-Vorlesungen. Zum Beispiel bei Wind, Regen, Schnee oder Sonne. Denn per Funk landen die Daten für Internet und Telefon auf diesen Paneelen und werden dann in Hunsbach verteilt. Dank der interessanten Technik des lokalen Anbieters Pfalz Connect sehr langsam. Auf so viel Heimatverbundenheit. Fucking Pfalz Connect, das klingt halt auch schon nach einem Internetanbieter, ne, wo gar nichts geht. Ist auch der Bürgermeister. Wenn die schon so einen pfiffigen, frechen Namen haben. Pfalz. Man fühlt sich, ja, gravierend im Stich gelassen. Es kommt hier... Jan, hey! Alter, was haben die alle für geile Namen heute, ne? Hey! Ja, es kommt hier nichts an. Doch Rettung naht. Das ultraschnelle... Ja, wir haben kein Bürgermeister-Interview, weil da war der Bürgermeister. Schade. Der Glasfaserkabel eines neuen Anbieters ist schon fast da. Jedenfalls im Nachbarort Limbach. Wir können an eine Glasfaser, die so dick ist wie ein Zehntel eines menschlichen Haares, eine ganze Stadt dranhängen. Ohne weiteres. Ohne weiteres. Und ohne Hunsbach. Denn leider ist... Aber wunderbar, bauen jetzt einfach außenrum. Ja, schön. ...der Ort vom Landratsamt gar nicht für den Anschluss ans Glasfasernetz vorgesehen. Nur die Dörfer drumherum. Hunsbach kann nicht gefördert werden. Denn das Internet ist ja schnell genug. Jedenfalls. Alles klar, wahrscheinlich ist das Internet schnell genug, wenn der eine Boy hier kein fucking Skype benutzen kann. Ja, wahrscheinlich versucht er jetzt die ganze Zeit mit Skype und Skype hat mittlerweile seine Dienste schon eingestellt, könnte ich mir vorstellen. So, Junge, wer benutzt denn noch Skype? Als theoretisch. Es waren klare Vorgaben bei dem Förderprogramm, dass ein Haus nur dann angeschlossen werden darf, wenn es unter 30 Mbit liegt oder wenn es keinen Anbieter... Okay, aber 30 Mbit, da kann man ja das Internet schon nutzen. Ne? Das ist jetzt nicht krass, 30 Mbit, aber 30 Mbit kann man benutzen. Ne? Also ich habe meine Streaming-Zeit habe ich mit 16 gestartet. Ne? Da hatte ich 2 MB Upload. Damit habe ich gestreamt. Also, dass das Skype nicht lädt, das musst du mir aber nicht erzählen. Der gibt, der gesagt hat, binnen der nächsten 3 Jahre werde ich diese 30 Mbit Minimum erreichen. Aber den anderen. Ach so, Moment. Gibt, der gesagt hat, binnen der, wenn es unter 30 Mbit liegt oder
wenn es keinen Anbieter gibt, der gesagt hat, binnen der nächsten 3 Jahre werde ich diese 30 Mbit Minimum erreichen. Ach so, es reicht, wenn der aktuelle Anbieter sagt, hey, innerhalb von 3 Jahren werde ich irgendwann dieses Minimum erreichen. So, es muss gar nicht vorhanden sein bis jetzt. Schlechte Ausrede. Ja, gucken wir mal, ob das überhaupt der Fall ist hier. Aber den Anbieter gab es. Pfalz Connect. Nur praktisch ist das schnellere Internet bis heute nicht angekommen. Also sie haben es wirklich einfach gesagt. Ja, wir können es schaffen, wir machen es aber nicht, ne? Wir nehmen die schlechte Ausrede mit. Also ist das dämlich. Es ist Provinzposse allerersten Ranges, was hier in Hunsbach sich derzeit abspielt. Das ist ein Schildbürgerstreich. Aber so hat Nils immer heiser. Aber was haben die dann jetzt für ein Internet? Haben die dann noch so eine gute, knackige 2000er-Leitung, wie ich früher hatte? Das war schon immer wild, ne? Wo du so ein 2-Gigabyte-Spiel erstmal 3 Tage lang runterladen musstest. Und dann ist abgebrochen. Jetzt immer einen Grund, seine Freundin im Nachbarort zu besuchen. Denn hier funktioniert das Internet nicht nur Hunsbach miserabel. Hunsbach miserabel, Alter. Alright. Aber ich glaube, also jemand wird nicht genutzt. Können wir nicht sagen, weil es wird genutzt. Es ist halt nur scheiße. Ich glaube tatsächlich, wir kriegen hier kein Feld mehr, oder? Ich sehe hier, ich meine, man könnte sagen, der Typ fährt unnötig rum, weil er immer so seine Freunde muss, um das Internet zu nutzen. Aber damit haben wir auch kein Bingo, ne? Erste Folge heute, kein Bingo. I'm sorry.